Automobilindustrie heute durchläuft, das sind Expertenmeinungen, nicht nur die Meinung von Weidmüller, die dramatischste Transformation ihrer Geschichte. Das bedeutet natürlich einerseits, dass das Produkt selbst sich massiv ändern muss. Es müssen unheimlich viele Sensoren ins Fahrzeug integriert werden. Es müssen Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Aber noch mehr ist die zugehörige Infrastruktur entscheidend. Die Mehrheit aller Anlagen im Feld, und ich betrachte jetzt nicht nur die Automobilwerke, sondern auch praktisch deren Zuliefererkette, die ja sehr komplex ist, das sind in der Regel sogenannte Brownfield-Anlagen. Brownfield bedeutet, ich habe einen mehr oder weniger heterogenen Maschinenpark, wo Maschinen eben brandneu, aber auch möglicherweise schon 20 oder sogar mehr Jahre im Betrieb sind. Und genau das ist der Trend, dass ich eben mit intelligentem, smarten Einsatz von Technologien eine nahtlose Verbindung orchestrieren kann. Wir sind seit vielen Jahren verlässlicher Partner im Bereich von Versorgungsintelligenz. Wir haben Smart Grids, die mit einer großen Nachhaltigkeit ein Energiemanagement ermöglichen. Unter Smart Grid verstehen wir eine neue Aufbautechnik der 24 Volt Spannungsversorgung. Anstelle 1:1 Netzteile und Verbraucher zusammenzubringen, werden wir das Ganze in einem Netz zusammenfassen, um dort Vorteile für den Kunden zu erreichen. Und das eigentlich wichtige Thema, wo alle darauf fokussieren, ist die hohe Funktionssicherheit. Natürlich, die Hilfsenergie ist die Lebensader der Automatisierung. Man braucht geringen Spannungsfall, um eine Funktion der einzelnen Automatisierungskomponenten gewährleisten zu können. Und selbst bei einem Ausfall einer Stromversorgung muss das der Fall sein. Also die Mehrwerte vom Smart Grid kurz zusammengefasst. Einfaches Engineering mit Standardkonstruktionselementen, Redundanz mit weniger Spannungsversorgung, stabiles 24-Volt-Niveau an jedem Verbraucher, Zukunftsfähigkeit durch modulare Funktionsorientierung. Das sind die Vorteile vom Smart Grid. Die Automobilindustrie möchte natürlich eine super flexible Technologie als Plattform für alle Produktionen. Aber das genau birgt auch Gefahren. Wenn ich sehr, sehr viele Anlagenteile dezentralisiere, dann ist es umso mehr wichtig, dass ich bei dieser großen Anzahl von Verbindungen eine sehr, sehr sichere Basis habe, angefangen von den Signalen über die weitere Verfeinerung, Analyse von Daten bis hinauf eben zur Kommunikation. Das Thema Industrial Analytics, Machine Learning und künstliche Intelligenz hat im Bereich Automotive eine ganz besondere Bedeutung, weil es gerade im Automobilbereich darum geht, stabile, zuverlässige Prozesse zu realisieren, um die Produktivität insgesamt zu steigern, um die Verfügbarkeit der Anlagen zu steigern und um ganz besonders die Qualität des gefertigten Produkts zu garantieren und eine hohe Prozessstabilität hinzubekommen. Also, was machen wir im Bereich Industrial Analytics? Wir nehmen die Prozess- und Maschinendaten, analysieren diese mit Hilfe von Machine Learning und künstlicher Intelligenz, um nicht bekannte Korrelationen zu finden, um letztendlich einen datengetriebenen Mehrwert zu erzeugen. 5G, ein riesiges Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur für das autonome Fahren, aber auch gerade für die Industrie, ein Enabler, um noch synchroner, noch orchestrierter ein Produktionssystem mit starren, aber auch mit flexiblen Modulen eng zu verketten, mit einem Determinismus, der heute eigentlich nur mit Feldbussen ermöglicht werden kann. Weidmüller wird sehr genau die Trends versuchen rechtzeitig zu erkennen und letztendlich mit unseren Industriepartnern und auch Kunden zusammen in einen Dialog zu treten, um das letztendlich in Produkte, besser Lösungen umzusetzen, die nochmal einen Mehrwert in der industriellen Produktion bringen werden.